Ein Rudel Hunde bellte unterbrochen ein geparktes Auto an und ihr Betreuer hörte plötzlich ein seltsames Geräusch von innen. Sie rief sofort die Polizei an und als sie das Auto überprüften, hatten sie keine andere Wahl als einzubrechen. Nikki schwitzte, es war einer der wärmsten Tage des Jahres. Plötzlich hätte sie es vorgezogen, in ihrer klimatisierten Wohnung zu bleiben, anstatt diesen langen Spaziergang unter der brennenden Sonne zu machen. Aber als Hundehalterin hatte sie diese Option nicht. Sie hatte jedoch ihre Spaziergänge früher am Tag verlegt, weil sie sich um die Gesundheit der Hunde sorgte. Viele ihrer Hunde hatten langes Fell und konnten nicht bei extremer Hitze laufen. Bevor sie den von Bäumen bedeckten Park verließen, gab sie ihnen allen Wasser. Sie würden in der Sonne sein, bis sie ihre Wohnung erreichten, also mussten sie genug Wasser haben. Aber alle Hunde waren unruhig und konnten nicht stillstehen. Sie wollten aus dem Park heraus. Das Hunderudel zog an ihrer Leine und zum ersten Mal überhaupt machte sie sich Sorgen, dass sie in die entgegengesetzte Richtung ihres Hauses ziehen würden. Ihre Leinen waren alle um ihre Taille gewickelt, damit sie sich nicht lösen konnten, aber sie war keine große Frau und sie konnten mit ihr davonlaufen, wenn sie wollten. Nikki dachte, dass sie wahrscheinlich nur nach Hause wollten, weil sie von dem Spaziergang erschöpft waren, aber das war nicht ihr Plan. Die Hunde stürzten auf ein geparktes Auto und fingen an, daran zu schnüffeln und zu bellen. Nikki versuchte, die Hunde vom Auto wegzuziehen. Sie wusste, dass kein Besitzer glücklich wäre, eine Frau und 5 Hunde um ihr Fahrzeug herumzusehen, aber das Rudel widersetzte sich und einer der Hunde hob sogar seine Pfote und begann am Auto zu kratzen. Nikki war entsetzt. Sie musste sie weg von dem Fahrzeug bekommen, und zwar jetzt, aber es spielt keine Rolle, wie sehr sie zog und zerrte, sie bewegten sich nicht. Außerdem waren sie der direkten, prallen Sonne ausgesetzt und sie war bereits von Schweiß durchnässt. Es konnte nicht gut für die flauschigen Hunde sein, in dieser Hitze zu sein. Sie könnten einen Hitzschlag bekommen und dehydrieren. Die Hunde brauchten etwas Schatten. Sie beschloss, dass es nur einen Weg gab, um ihre Aufmerksamkeit auf einmal zu bekommen. Sie zeigte ihnen die Snacktasche an ihrer Seite und plötzlich waren sie sehr an ihrer Betreuerin interessiert. Sie saßen vor ihr, endlich, ruhig und still, und plötzlich lief ihr das Blut in den Adern kalt. Die Hunde hatten so viel Lärm gemacht, dass sie nichts anderes hören konnte als sie. Aber jetzt konnte sie hören, worüber die Hunde stöhnten. Es war etwas im Inneren des Autos. Sie konnte nicht herausfinden, was es war, aber ein leises Stöhnen kam von drin. Sie musste etwas tun, aber zuerst musste sie die Hunde sortieren. Sie brachte sie zu einem großen Baum und band sie fest. Sie gab ihnen auch Wasser und die versprochenen Snacks und dann ging sie zurück zum Auto. Die Hunde waren nah genug, damit sie ein Auge auf sie behalten konnte, aber jetzt wollte sie herausfinden, was sie ihr gesagt hatten. Der Ton war sehr leise und sie war sich nicht sicher, woher die Geräusche stammten. Sie versuchte ins Auto zu schauen, aber die Fenster waren getönt und sie konnte den Fahrzeugboden nicht sehen. Für einige Sekunden erwog sie, einen Stein zu nehmen und eine Scheibe einzuschlagen. An den meisten Orten wird man nicht für Schäden belangt, um jemand aus einem verschlossenen Auto zu retten. Nikki sah sich nach einem Stein um, der groß genug war, als sie sah, wie ein Polizeifahrzeug die Straße hinunterkam. Ohne wirklich darüber nachzudenken, sprang sie auf die Straße und winkte mit den Armen, um die Aufmerksamkeit des Polizisten zu erregen. Das Auto quietschte zum Halten und sie schrien sie an, so leichtsinnig zu sein. Was, wenn sie sich verletzt hätte, schrien sie. Aber sie erklärte schnell, dass sie ihre Hilfe brauchte. Die Polizisten stiegen aus und gingen mit ihr zum Auto. Sie erklärte, dass ihr Rudel Hunde sich weigerte, am geparkten Auto aufzuhören zu bellen. Und sie hörte seltsame Geräusche von innen. Die Polizisten untersuchten das Fahrzeug. Auch sie hörten das Geräusch und sahen sich besorgt an. Es gab definitiv etwas im Auto, das lebendig war. Aber im brodelnden Fahrzeug war nicht abzusehen, wie lange sie dort bleiben würden. Die Polizisten riefen die Feuerwehr an, aber es gab noch keine Anzeichen von ihnen. 10 Minuten vergingen und sie wussten nicht, wie viel Zeit ihnen noch blieb. Zuerst erwogen sie nur, ein Fenster zu zerbrechen und die Tür zu öffnen, aber sie konnten nicht ins Fahrzeug sehen. Sie hatten keine Ahnung, wo das Wesen, das sie retten wollten, war. Wenn sie das falsche Fenster einschlugen, könnten die Glassplitter Verletzungen verursachen. Sie müssten die Tür aufbrechen. Der einfachste und sicherste Ort war im Kofferraum, also nahmen sie ein Brecheisen und näherten sich dem Auto. Die Polizisten schoben das Brecheisen in den Kofferraum und das Metall verbog sich. Die Autoalarmanlage ging los, aber sie wussten, dass sie das Richtige getan hatten. Die Rücksitzbank war heruntergeklappt und ein Tiertransportkäfig saß darauf. Sie holten ihn heraus und sahen, dass sich 2 winzige Katzen darin befanden. Die Katzen sahen schwach aus und hoben kaum ihre Köpfe. Nikki kam mit der Wasserflasche, die sie für die Hunde dabei hatte, zu den Kätzchen und gab ihnen etwas zu trinken. Die Polizisten rieben sie auch etwas mit Wasser ab.
Die Kätzchen tranken gierig, aber sie schienen immer noch zu schwanken. Es war leicht zu erkennen, dass sie sehr krank waren. Die Polizisten waren damit beschäftigt, herauszufinden, was sie mit den Kätzchen tun sollten, als ein Mann aus dem nahegelegenen Bürogebäude kam und Nicky anfing anzuschreien. Er war wütend wegen dem, was sie seinem Auto angetan hatte. Die Polizisten waren jetzt auf dem Bürgersteig in die Hocke gegangen und versuchten, die Kätzchen wiederzubeleben, und alles, was er sah, war die junge Frau neben seinem aufgebrochenen Kofferraum. Das Rudel Hunde begann zu knurren, als er auf sie zukam. Er schien nicht außer Kontrolle zu sein, aber das war ein Typ, der Kätzchen in seinem Auto bei der brütenden Hitze zurückließ, also konnten sie nicht wissen, wozu er fähig war. Er kam immer noch schreiend auf sie zu, aber plötzlich hielt er inne, als die beiden Polizisten hinter dem Fahrzeug hervortraten. Dann richtete der Mann seinen Zorn auf sie. Er verlangte zu wissen, welches Recht sie hatten, sein Fahrzeug zu beschädigen oder einzubrechen. Die Polizisten antworteten nicht. Einer von ihnen hielt eines der Kätzchen in die Luft und zeigte dem Mann den genauen Grund, warum sein Auto aufgebrochen war. Der Mann wurde bleich, als er die Katzen sah. Er war geschockt und fast ohnmächtig geworden. Er setzte sich auf den Bürgersteig und fragte mit zitternder Stimme, ob es den Kätzchen gut gehe. Der Mann vor ihnen war nicht mehr der wütende Typ, der er noch Sekunden zuvor gewesen war. Er war am Boden zerstört. Er hatte wirklich gedacht, sie hätten sein Fahrzeug grundlos zerstört. Aber jetzt konnte er nur dankbar sein, dass sie eingegriffen hatten. Ed hatte an diesem Morgen den größten Fehler seines Lebens gemacht. Seine Katze war einige Wochen zuvor Mutter geworden und die Kätzchen waren fast alle alt genug, um in ihr neues Zuhause zu gehen. Er wollte das kleinste von ihnen zum Tierarzt bringen, um eine weitere Untersuchung zu machen. Deshalb hatte er sie an diesem Morgen in sein Auto geladen. Er war auf dem Weg zum Büro des Tierarztes, als er einen Anruf von der Arbeit erhielt. Ein wichtiger Kunde hatte ein Problem und sein Chef wollte wissen, ob Ed sofort zu ihm gehen könne. Natürlich sagte er zu. Sein Kopf war mit Lösungen für das Problem beschäftigt und er dachte nicht an die Kätzchen hinten im Auto. Die Kätzchen machten keinen Lärm, da sie wahrscheinlich auf der Fahrt eingeschlafen waren. Er erreichte sein Büro, sperrte das Auto ab und rannte los, um die Krise zu bewältigen. Dabei vergaß er völlig, dass er die Kätzchen im Auto hatte. Er hörte seinen Autoalarm, als er auf dem Weg nach draußen war und dachte, dass jemand sein Fahrzeug manipulierte, bis er die Katzen sah. Ihm wurde übel, als er an den Schmerz dachte, den die Kätzchen bereits durchgemacht hatten und wie schlimm diese Situation hätte enden können. Er bedankte sich immer wieder bei Nicky und den Polizisten, dass sie eingegriffen hatten, aber es könnte bereits zu spät sein, um seinen Fehler zu beheben. Er sagte ihnen, wo sein Tierarzt war und der Polizist sagte, dass sie die Kätzchen dorthin bringen würden. Nicky bot an, ihnen zu folgen, aber zuerst musste sie die Hunde nach Hause bringen. Sie waren viel länger weg gewesen, als ein Spaziergang normalerweise dauerte. Aber wenn die Hunde sie nicht auf die Kätzchen aufmerksam gemacht hätten, wäre alles völlig anders verlaufen. Nicky brachte die Hunde nach Hause und rief dann den Tierarzt an, um sich nach den Katzen zu erkundigen. Die Kätzchen waren dehydriert und hatten einen Hitzschlag, aber mit etwas Infusion würden sie bald wieder gesund sein. Sie atmete erleichtert auf. Sie konnte nicht aufhören, an diese winzigen Körper zu denken, die reglos in ihrem Käfig lagen, aber sie war froh, dass es ihnen gut gehen würde. Am nächsten Tag war Nicky wieder mit dem Rudel im selben Park unterwegs, als sie einen riesen Schock bekam. Ed wartete auf einer Bank auf sie und sprang sofort auf, als er sie sah. Sie vertraute ihm immer noch nicht vollständig, aber seltsamerweise wurden die Hunde dieses Mal nicht gereizt von ihm. Sie vertraute auf die Instinkte ihrer Hunde und ihr ruhiges Verhalten ließ sie etwas entspannen. Die Hunde hatten recht, Ed wollte einfach nur für alles danken, was sie getan hatten. Er gab jedem der Hunde einen großen Snack und kaufte Nicky etwas Eistee. Als sie fragte, ob er immer noch wegen seines Autos verärgert sei, antwortete er nur, dass das Leben wichtiger sei als jeder leblose Gegenstand. Nachdem er alle Hunde gekrault hatte, bedankte sich Ed noch einmal und ging dann weg. Es dauerte nicht lange, bis die Kätzchen bereit waren, zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern zurückzukehren. Ed sorgte dafür, dass sie ein gutes Leben haben würden. Es war das Mindeste, was er tun konnte, nachdem er sie in so viel Gefahr gebracht hatte. Was für ein großartiges Ende. Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte von einer Katze an, die jeden Tag in den Matheunterricht kommt. Dann geschieht das Undenkbare.